The Grey. Hochspannender Film mit Liam Neeson, bei dem er sich mit der Mentalität von Wölfen und vielleicht ein bisschen mit der Art und Weise, wie wir Menschen auch Wölfe in uns haben, auseinandersetzt, hat eine Endszene, die unglaublich spannend ist und zu der eine Musik geschrieben wurde, die in einem ganz spannenden Kontext zu dieser Art und Weise des Moments im Film steht. Die ist nämlich eigentlich ganz ruhig und bringt dadurch eigentlich noch eine größere Spannung, noch eine Steigerung hinein in die Wirkung dieser Szene. Und ich möchte euch, weil das auf dem Klavier wunderbar zu spielen geht, einen Tipp geben, wie ihr diese Musik am Klavier spielen könnt. Die linke Hand. Wir brauchen insgesamt nur 4 Töne. Die beiden schwarzen, der dazwischen. Den rechten von den 3 schwarzen. Dann den, auf dem der Daumen sowieso schon liegt. Und mit dem 4. Finger den, der zwischen den beiden ersten liegt. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Nachher wird die Musik sogar besser klingen, wenn man genau diesen Griff eine Oktave tiefer macht. Das haben wir jetzt hier auf unserem Bild nicht mehr mit drauf. Aber das macht nichts, weil in jeder Oktave die Tastenanordnung genau gleich ist. Und wenn diese Töne nachher sehr schön tief klingen, dann wird das einfach die Musik noch schöner machen. Die rechte Hand. Nimmt mal den rechten Mittelfinger und packt ihn auf die weiße Taste links neben den 3 schwarzen. Dann habt ihr den Daumen frei für die weiße zwischen den beiden schwarzen. Der kleine Finger bekommt am Anfang erstmal gar nichts zu tun, aber das erste, was er dann zu tun hat, ist die rechte der 3 schwarzen Tasten. Es wird jetzt so eine Klipp-Klapp-Bewegung entstehen erstmal mit den Fingern. Ihr spielt einfach abwechselnd diese beiden Töne, auf denen die Finger liegen, die nächste Figur. Benutzt dann auch den, dann geht die Clip-Clap-Figur hier hoch. Wenn ihr jetzt am Anfang diese Position der Hand euch schon zurechtlegt, könnt ihr für die nächste Harmonie den mittleren Finger lassen, wo er ist, und die beiden äußeren Finger ein Stückchen nach links bewegen, nämlich dahin. Ich habe den Daumen jetzt von dort nach da bewegt und den kleinen Finger von dort nach da. Das ist der Griff für die zweite Harmonie. Bei der dritten Harmonie im Stück bleibt dann der Daumen, wo er ist, und die beiden äußeren Finger wandern jeweils eine weiße Taste weiter ran an den Daumen. Sodass wir mit der rechten Hand eigentlich nur 2 oder 3 Bewegungen zu machen haben. Die eine, das ist der Griff für die erste Position. Jetzt wandern die beiden äußeren Finger. Und dann wandern die beiden rechten Finger. Und dann geht das Ganze schon wieder von vorne los. Zusammen mit den Tönen der linken Hand passiert Folgendes. Die beiden schwarzen, der dritte Finger in die Mitte. Das ist die erste Harmonie. Bei der zweiten kommen die hier ins Spiel. Jetzt ist der Daumen dran und rechts der Weg nach innen. Und dann kommt hier der 4. Finger dran, auf dem der Ton heißt C. Der 2. links von den beiden schwarzen Tasten. Und hier wandern die beiden äußeren Finger so hinunter. Und jetzt, wenn man das Ganze so spielt, wie es im Film stattfindet und wie ihr es dann auch nachspielen werdet, guckt ihr mir einfach auf die Finger, wie ich das spiele. Ihr werdet ganz schnell beobachten können, wie das funktioniert. Losgehen tut's so. Noch zu beachten. Am Anfang habt ihr gemerkt, es sind der Wechsel zwischen diesen beiden. Jetzt geht Clip-Clap mit den oberen Tönen. Bei der nächsten Harmonie ist es auch wieder der obere. Bei der nächsten ist es interessanterweise so, dass die Melodie erst wieder herunterläuft und dann die unteren beiden Clip-Clap machen. Die Anzahl der Wechsel kriegt ihr ganz einfach, indem ihr 4/4-Takt zählt, also sprich, ich zähle mal laut mit, dann könnt ihr euch am leichtesten orientieren. Das wäre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Eins, zwei, drei, vier. Und wieder von vorne. Wenn man jetzt linke Hand diesen Griff eine Oktave tiefer greift, das wandere ich jetzt aus dem Bild raus, ich greife aber da unten genau dieselben Töne, dann klingt das noch ein bisschen satter, so wie im Film. Schöner Bass, ne? Dieser Szene sitzt Liam Neeson im Wald, im Schnee, zerkloppt Flaschen, klebt sie sich zwischen die Finger, klebt sich ein Messer in die Hand, damit er es nicht verliert, während er dann in seine Auseinandersetzung geht mit dem Alpha-Tier von einem Wolfsrudel. Wie das ausgeht, sicherlich nicht gut für die Hände, ob er hinterher noch Klavier spielen kann, kann man nicht genau sagen. Aber das lassen wir mal offen, im Film sieht man es dann auch nicht mehr so genau, wie er aussieht nach dieser Begegnung. Also viel Freude damit, danke, bis zum nächsten Mal.